Hallo zusammen, heute machen wir etwas, auf das ich schon ewig Bock habe, und zwar Spinning Canvas Art. Keine Ahnung, ob ich dafür noch einen griffigen deutschen Titel finde, aber es geht hauptsächlich darum, eine Leinwand auf einen Akkuschrauber zu spaxen und geile Bilder zu machen. Das ist die Farbe. Allein auf die habe ich fast 2 Wochen gewartet. Ich habe die bei Bösner bestellt, war billiger als bei Amazon. Checkt das mal ab. Häufig findet man noch günstigere Anbieter als Amazon. Also die sind meistens gar nicht mehr die günstigsten. Das ist jetzt ganz normale Acrylfarbe. Es gibt bei Acrylfarbe mega die krassen Qualitätsunterschiede. Also ihr kriegt einen Liter für 100 Euro, ihr kriegt aber auch einen Liter für einen Zehner. So eine habe ich natürlich genommen, weil wir werden mega viel Farbe verschwenden, da muss es jetzt nicht die Premium-Farbe sein. Und es ist auch immer noch nicht die schlechteste, die es gibt, glaube ich zumindest. Ziemlich viel Werbung dabei. Geil! Schwarz, gelb, rot, violett, blau, grün, orange, weiß, Zitrone. Gelb habe ich ja schon, deswegen nenne ich das jetzt Zitrone. Außerdem steht es hier drauf. Aber damit noch nicht genug. Noch mehr Werbung. Hellgrün, türkis, pink. Alter, geil! Fast die Lampe umgeschmissen. So, gezahlt habe ich jetzt 85,19 Euro. Meine Leinwände habe ich ganz langweilig einfach im Baumarkt gekauft. Das sind jetzt bestimmt auch nicht qualitativ die hochwertigsten. Also, wenn man Beltracchi-mäßig Kunstwerke fälschen will, ist das wahrscheinlich nicht das Setup, aber für das, was wir machen, ist es genau richtig, denke ich. 4,40 Euro hat eine gekostet. Also habe ich schon ein bisschen was über 100 Euro ausgegeben und ich hoffe, dass bei der Investition auch ein paar geile Bilder dabei rauskommen. Ich habe 6 Leinwände, die 3 hübschesten kommen in die Wohnung und die anderen 3 hänge ich wahrscheinlich hier einfach in der Werkstatt auf. Nun ist die große Frage, wie bringe ich das zum Drehen? Akkuschrauber, Dachlatte. So, die sind genau 40 breit, also brauche ich genau 40 cm von der Dachlatte. So, und jetzt brauche ich hier so gut es geht die Mitte. Dann von der Latte selbst auch nochmal die Mitte. Also, was ist das? 4,5? 2,25? Jetzt bohre ich mir hier ein Loch. An den Rändern bohre ich mir auch ein Loch vor. Jeweils so 1 cm Abstand zum Rand. So, und jetzt habe ich hier so ein Gewindeschräubchen. Oder keine Ahnung, wie man sowas nennt. Halt eine Schraube ohne Spitze. Da kommt eine Mutter drauf. Dann eine Unterlegscheibe. Von hinten durchs Holz. Wieder eine Unterlegscheibe. Wieder eine Mutter, festziehen, fertig. Es ist fast schon zu einfach. Jetzt kann ich das hier einspannen. Ich habe selber ein bisschen Respekt davor. Oh, das sollte nicht passieren. Das sollte sich eigentlich nicht nachdrehen. Okay, jetzt aber. Wow, ich glaube, ich fester ziehen. Okay, jetzt habe ich so festgezogen, dass es schon die Unterlegscheibe verbogen hat. Ah, so soll das. Wow. Okay, Stufe 2 lasse ich besser. Gut, dann können wir eigentlich schon starten. Aber Nick, bist du denn verrückt? Machst du ja nicht die ganze Werkstatt dreckig? Guter Einwand. Viele Leute, die ich das gesehen habe, machen das entweder irgendwie draußen, aber dann macht man ja auch die Umwelt kaputt. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das so super gut für Pflanzen ist. Steht jetzt mal zumindest nicht Dünger drauf. Ich habe mich dazu entschlossen, das hier drin zu machen und ich habe mir eine kleine Vorrichtung gebastelt. Tada! Es sind einfach 2 zusammengeklebte Umzugskartons. Das wird aber duschen hier drin. Ich habe mir hier noch dieses U aus Holz zusammengespackst, damit mir die Decke nicht runterkommt. Ihr braucht es aber nicht machen, weil ihr könnt ja einfach den Boden hier so benutzen, um das zusammenzukleben. Und dann sollte es genug Stabilität haben, aber ich brauche ja beide Seiten offen, um euch ein bisschen was zeigen zu können. Ich klebe vorne noch mit Frischhaltefolie ab, einfach weil das Objektiv teuer war. Und eine Plexiglasscheibe in der Größe wäre viel zu teuer gewesen. Also den brauche ich nur einmal. Wo ist das Gaffer? Ich habe ein bisschen umgebaut. Gaffer und Frischhaltefolie hält überraschend schlecht. Aber die Farbe spritzt ja sowieso nicht nach vorne. Also. Bei Leinwänden gibt es ja auch extreme Preisunterschiede. Ich habe mal welche beim Action gekauft und die verformen sich total. Die machen jetzt ein bisschen höherwertigen Eindruck, aber auch die sind natürlich nicht Beltracchi gerecht. So, und jetzt muss ich wohl oder übel hier in den Rahmen reinschrauben, aber ich habe extra Schrauben rausgesucht, die nicht so weit reingehen. Wo sind sie denn? Ich hoffe, dass der Rahmen nicht springt oder so. Ja, sieht gut aus. Muss ich jetzt bei den Farben irgendwas beachten? Mischbar, wasserverdünnbar, sehr trocken, schnell wasserverdünnbar. Nö. Mit kleinerer Öffnung für Spezialtechnik. Ja, Spezialtechnik, das kann man mal laut sagen. So, jetzt muss ich das zuerst da drauf spannen. Ich glaube, ich starte mal mit so Richtung Grün. Fast überfordert von so vielen Möglichkeiten. Naja. Ich war auch ziemlich skeptisch, ob die Farbe auch flüssig genug ist.
So, schön viel dunkelgrün. Okay, ich glaube, ich brauche mega viel Farbe. Ein paar Kleckser Farbe, so ein paar Kleckser Schwarz. Und ich will keine weißen Stellen mehr am Schluss. Sieht aber jetzt schon geil aus. Reicht das schon? Ich glaube, ich mache noch ein paar Kleckser Rot und ein paar Kleckser Gelb. Hier so ein bisschen was. Nee. Orange. Geil. Gut. Dann wird sich jetzt rausstellen, wie gut mein Teil hier ist. What the hell? Es hat sich verbogen. Shit. Ah, fuck. Was ist los? Hä, es hat sich komplett... Oh, Mann. Die Schraube hat sich komplett verbogen. Shit. Zum Glück habe ich vorne die Frischhaltefolie drin, ey. Mann, wo ist denn jetzt das Werkzeug? Ich hab's nicht wieder da dran gemacht? Oh, ich bin ein Idiot. Yeah! Nice. Aber es ist an manchen Stellen noch weiß. Es lag bestimmt dran, dass ich jetzt so lange gebraucht habe mit dem Zeugs. Die Stellen, so ein paar. Und Rot sieht eigentlich auch geil dabei aus. Ah, das gefällt mir nicht. Ich will am Schluss keine weißen Flecken mehr. Oh Mann, Alter. Okay, es hat noch so ein paar leichte, kleine, weiße Flecken. Das ist mir insgesamt noch ein bisschen zu hell, deswegen gehe ich da mit Schwarz drauf. Okay, nice, geil. Und wie mache ich das jetzt raus? Dann richte ich mir hier so eine kleine Trocken-Area ein. Ich hatte hier massive Probleme, dass sich das hier so durchdreht. Das darf natürlich nicht sein. Jetzt habe ich mir hier einfach mal einen zweiten gebaut. Okay, also ich will auf jeden Fall auch ein ganz buntes machen mit allen Farben. Ja, versuchen wir das doch jetzt mal. Rosa, die ist irgendwie dicker als die anderen. Es funktioniert wesentlich besser. Geilo! Es sind aber wieder nicht alle Stellen bedeckt. Soll ich so lassen? Ich find's eigentlich echt geil, ey. Man muss ordentlich in die Mitte geben. Okay, das zweite Mal Farbe auftragen hat sich auf jeden Fall mega gelohnt, ey. Also ich lasse es jetzt. Ich glaube, ich muss mich einfach damit abfinden, dass ich immer bloß einmal drehen kann und dann die Mutter nachziehen muss. Also die ersten beiden sehen ja relativ ähnlich aus. Farbverlauf von so kalt zu warm. Das Rosa, das ist bei dem Test gerade nicht so geil verlaufen. Das ist auch viel zähflüssiger. Ich glaube, das muss ich weglassen. Das ist irgendwie scheiße. Noch ein bisschen mehr Lila. Und in der Mitte habe ich ein bisschen zu wenig Farbe. Aber wieder nicht so viel Fläche bedeckt. Das heißt, ich mache jetzt hier noch so ein paar Spritzer. Ja, dreht wieder durch. Nice. Also ich glaube, ich muss mich einfach damit abfinden, dass manchmal so ein paar weiße Flecken übrig bleiben. Ansonsten sieht es geil aus. Nächstes. Okay, ich habe den Akku gewechselt und mir ist aufgefallen, dass das hier auch mega geil aussieht. Deswegen jetzt der Plan. Ich mache nur 5 Bilder und das 6. lasse ich einfach hier irgendwie so, stelle ich rein oder... Das sieht eigentlich überall geil aus. Weißt du was, um es zu grundieren, ziehe ich das einfach mal hier so durch. Oh, das ergibt dann halt einfach nur noch schwarz. Gut, das hätte ich besser nicht machen sollen. Aber Moment, mit dem Lappen zu verreiben. Jetzt der ursprüngliche Plan, das hier hinzustellen. So, mein nächstes Bild mache ich im Orange and Teal Style. Googelt mal Orange and Teal Color Grading. So ist fast jeder Film gecolor graded. Ganz viel Schwarz, Orange, Türkis, Dunkelblau, solche Farben. Jetzt probiere ich das echt mal so aus, als wäre hier so ein kleines Männchen. Das ist der Kopf. So Batman oder so. Und ich gebe mal richtig Gas mit der Farbe. Weil ich will mal kein Weiß übrig haben. Das soll beim ersten Mal klappen. Die Augen. Hintergrund ist blau, lila und so am Rand. Okay, so viel Farbe habe ich noch nie verwendet für eins. Kann man erkennen, dass das eine Person sein soll? Nee. Oh. Okay, das passiert, wenn man viel Farbe verwendet. Ey, ich habe nur schwarz. Das ist nicht cool geworden. So, zack. Ja, das ist doch viel geiler. Ah, und jetzt hat auch endlich mal meine Bohrmaschine was abbekommen. Ich überlege, ob ich das jetzt schon raushole, weil ich glaube, geiler wird es nicht. Ich finde es jetzt schon verdammt gut, ey. Ich glaube, wenn ich es nicht machen würde, würde ich mich nachher nur ärgern. Check it out. Ha, mein letztes Bild. Was mache ich jetzt nochmal? Ich versuche, so ein Zwischending zu kriegen. Hier ist so ganz wenig Chaos.
Hier ist so ganz viel. Ich mache mal in Kreisen nach außen. Das ist, glaube ich, geil. Hell, dunkel und immer dunkler nach außen. Oh, scheiße, da hätte ich gelb zuerst. Machen wir mal so einen Spritzer gelb in die Mitte. Rot. Ich nehme nicht alle Farben, sonst wird es wieder zu weird. Geht ganz schön in den Arm. Okay, auf geht's. Wow. Okay, so viel Farbe hatte ich bisher noch nicht. Wow. Manche Farben sind einfach irgendwie abgesplasht. Ich hätte es aber gern insgesamt ein bisschen dunkler. Ich glaube, ich mache einfach jetzt noch so ein paar Strichelchen. So, ein bisschen lila noch. Blau. Nice. Geil, ich glaube, das ist das Beste bisher. Verdammt, das war das Letzte. Kennt ihr noch Malcolm mittendrin? Da gibt es so eine Folge, wo Malcolms Vater so komplett durchdreht und in der Garage so ein riesen Bild malt. Das ist, glaube ich, meine Rente. So, das war die Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Nee, Quatsch, wir lassen das jetzt ein, zwei Tage trocknen. Und dann zeige ich euch, was am Schluss dabei rausgekommen ist. Ey, ich habe noch voll viel Farbe übrig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich verbrauche das alles. Ich habe hier überall locker noch die Hälfte drin. Wenn jemand weiß, ob ich die in der Garage lagern kann oder nicht. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht zu kalt ist. Das steht nicht drauf. So, ich habe jetzt so 24 Stunden trocknen lassen. Mal gucken, wie es aussieht. Okay, hier muss ich aufräumen. Aber meine Konstruktion hat mega gut funktioniert. Hier, ein, zwei schwarze Flecken. Und hier der orangene Spritzer. Sonst ist nichts. Okay, jetzt aber zu den Bildern. Sind auf jeden Fall trocken. Ich hol die mal rein. So. Das sind die Ergebnisse. Ich glaube, meine drei Favoriten sind die hier in der Mitte, also die drei. Ich glaube, die passen auch am besten zusammen, weil das hier gefällt mir auch sehr gut, aber es passt überhaupt nicht zu den anderen. Das Grüne ist zwar auch cool, aber... Und richtig geil finde ich auch das Schwarze hier. Ich finde, das könnte fast schon im Museum hängen. Ich habe jetzt an manchen Stellen festgestellt, da war die Farbe so dick, dass die so ein bisschen aufgesprungen ist. Weiß nicht, ob das mit einer besseren Farbe besser gelaufen wäre. Als die frisch waren, haben die noch so geglänzt. Das sah so geil aus. Also wenn es da irgendwie so eine Art Klarlack gibt, den man da drauf sprühen kann, könnt ihr mir gerne empfehlen. Ich glaube, der Glanz, der fehlt mir hier noch so ein bisschen. Ansonsten, wenn ihr das nachmachen wollt, ich habe jetzt 750 Milliliter Flaschen pro Farbe gehabt und das hat für 6 Bilder locker gereicht. Also ihr könnt mal mindestens 12 davon machen. Und es macht echt Bock, baut euch vielleicht eine größere Schachtel, wo ihr es drin drehen könnt, weil ich hatte immer das Problem, dass ich an den Ecken so hängen geblieben bin. Und die Vorrichtung zum Drehen, da hat sich die Mutter als gelöst. Vielleicht habt ihr ja auch eine bessere Idee. Vielleicht könnte man es, weiß nicht, mit was, könnte man es irgendwie kleben oder so. Wenn man die Mutter immer nachzieht, dann geht's, aber es ist halt ein bisschen nervig. So, dann war's es mal wieder für diese Woche. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welches von den Bildern euch am besten gefällt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.